Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele heute den Oni mit den Perks Pop Goes the Weasel, Fluchruin, Uneinigkeit und Tüftler. Und ich habe zwei Addons dabei. Einmal, dass ich die Aura von Überlebenden sehe, die eine Blutkugel berühren. Und in Kombination dazu das Addon, dass die Überlebenden mehr Blutkugeln verlieren. Warum? Warum tust du das? Warum? Naja, mir soll's recht sein. Da kommt schon jemand angelaufen. Hallo, Tab. Du willst wohl den Haken sabotieren, deswegen geht schon den Haken da vorne. Mir soll's recht sein. Ist schon wieder so eine spaßige Truppe. Hat er schon abgefarmt? Also, Leute! Warum? Was macht ihr da? Naja, gut. Rechts rumgelaufen. Warum bin ich schon wieder so verwirrt? So, meh. Da ist ein Fenster. Verfluchter Mist. Oh, meine Kraft ist ernsthaft schon wieder vorbei. Das ist traurig. Da ist sie wieder. Aus. Ich habe jetzt auch kein Mitleid oder sowas mit dir. Wenn meine Haken sabotieren will. Kann auch gerne am Haken landen. Ist mir absolut egal jetzt. So. Und jetzt schauen wir mal. Wo wir vielleicht noch den einen oder anderen Überlebenden finden können. Der geht zurück. Okay. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch den Umschlag öffnen. Hier sind überall Blutkugeln. Da muss doch irgendwo jemand sein. Da hinten ist doch gerade der Umschlag aufgeploppt, oder? Oder war der schon die ganze Zeit da? Egal, jetzt hole ich ihn mir. Da war jemand im Keller gewesen. Ja, auf dem Schiff rennen sie rum. Ah, auf dem Schiff sind sie. Ja, okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Da hinten der Generator ist bei 70%. Tüftler, die wissen nicht, dass ich komme im Idealfall. So, Michaela. Tüftler ist wieder aktiv. Doch in zur Killerhütte. Nein, das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ja. So.
aktivieren wir doch mal unsere Kraft. So, die Glühfarbe ist noch fertig machen lassen. Ich hätte schon früher zuschlagen können. Aber wir wollen ja nicht gemein sein. Das muss schon ein ziemlich beschissenes Gefühl sein, wenn du da stehst und der Oni hinter dir gerade dabei ist, mit der dicken Keule auszuholen. Aber so ist das nun mal. So, Tap ist raus. Da hinten läuft jemand. Setz dich an den Generator dran. Wo bist du hingegangen? Naja, keine Ahnung. Holen wir uns ein paar Blutkugeln. Eine noch. Eine noch. Da, ich hab's doch genau gehört, dass hier jemand atmet. So, Mac. Einmal. Ich kann wieder meine Kraft aktivieren. Wirfst du die Palette? Nein. Und da habe ich Mac, die jetzt am Haken landen wird, wenn ich sie aufheben kann. Dankeschön. Ganz in die Ecke. Dann gucken wir mal, was wir mit den anderen beiden machen. Hier ist niemand. Da ist niemand. Hier ist niemand. Und da ist niemand. Okay, alle Generatoren sind bei Null. Ja, was machen die jetzt? Retten. Retten machen sie. Ach, das ist ja schon wieder Mac. Ach komm, das will ich doch gar nicht. Hau ab. Ja, dann hau halt eben nicht ab. Ich lasse liegen. Da oben ist jemand. Und zu diesem jemand werde ich nun gehen. Ich finde halt niemanden. Ich kann doch auch nichts dafür, dass die ganze Zeit immer die gleichen in mich reinrennen. Wenn die rettende Person die ganze Zeit sich versteckt. Da ist Michaela. Und die versteckt sich schon wieder, obwohl ich hier bin. Dann nimm doch mal einen Schlag hin für die Mac. So. Und da oben rennt, ich wollte gerade sagen, da oben rennt schon wieder Mac. Hast du Dead Heart? Nein. Mensch, ihr macht mich fertig. So. Jetzt gibt es wieder ein paar Blutkugeln und eine zerstörte Palette für mich. Und jetzt gucken wir mal, ob sie mittlerweile einen Generator angefangen haben. Nein. Michaela, es tut mir leid, ich würde ja gerne weiter weggehen. Die Palette mache ich jetzt mal weg.
Aber hier sind alle meine Gens und leider auch dein Haken. Da vorne ist doch jemand. Den Michaela lasse ich laufen. Mal abgesehen davon, dass er wahrscheinlich Egeli eine Zeit hat. Läuft die weiter außen rum. Wieso verschwinden? Gibt. Da sind die Kratzspuren einfach schon wieder weg. Ach, was weiß denn ich? Ich töte jetzt einfach jeden, den ich finde. Ich habe keinen Bock auf diese Versteckspielchen. Gibt mir ja gar nicht die Möglichkeit, mal jemand anderen zu jagen. Da ist doch jemand. Und die ist schon wieder weg. Es ist unglaublich. Es ist so unglaublich. Da jammert Michaela rum. Da jammerte Michaela rum. Jetzt ist sie gehalten, die Scheuße wieder nicht. Scheint hier hinten gewesen zu sein. Da ist sie. Ja, dann jage ich halt wieder Michaela. Dann ist es halt eben so. Ruin ist weg. Okay, die haben wahrscheinlich keinen Generator gemacht, weil sie jetzt erstmal Ruinen gesucht haben. Jetzt haben sie es gefunden. Egal, egal, egal. Die müssen 3 Gens machen, alle noch bei 0. Die machen wir schon wieder fertig. So, Mäuschen. Einer für dich. Bist du schon weitergelaufen? Das war der größte Fehler deines Lebens. Das war der größte Fehler deines Lebens. Hättest du die stehen lassen, hätte ich jetzt einfach nichts machen können. Jetzt ist sie, glaube ich, tot, oder? Ich glaube, die hing auch schon 2-mal. Nein, die hing erst 1-mal. Da packe ich schon Pop drauf. Packe ich an den Haken. Jetzt bin ich schon gespannt, ob Mac den Generator erst durchzieht oder direkt retten geht. Oh, die ist tot, okay. Interessant. Okay, die geht retten. Vielleicht können wir es hier jetzt beenden. Ich gehe erstmal Mac nach. Wobei Michaela mit ihrer Palettenaufstellerei deutlich gefährlicher ist, muss ich sagen. Aber die kam gerade frisch vom Haken. Und wenn ich jetzt endlich mal die rettende Person finde, dann muss ich jetzt auch mehr tunneln. Links von mir ist Michaela. Du springst da rüber. Hast Flink, okay. Ich renne einfach stumpf weiter hinterher. Ja, kriegst noch ein paar Stun-Punkte. Das ist okay. Michaela ist geheilt. Du wartest an der Palette. Ist mir egal. Die nehme ich jetzt alle raus. Solange ich den Mac jage, wird Michaela ganz sicher keine 3 Gens durchziehen. Im Gegenteil. Durch Tüftler werde ich dann zumindest rauskriegen, wo sie ist.
Da hinten. Wo ist Mac? Da. Ich wollte mich gerade schon wieder beschweren, wo Mac hin ist. So. Und da habe ich dich. So, Mac ist tot. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Luke finde. Michaela nicht entkommen lassen. Ah, guck mal, guck mal. Hallo, Michaela. Oh, die ist doch noch nicht tot. Das ist super, da habe ich Zeit. Wo zur Hölle ist sie jetzt schon wieder hin? Da hörst du laufen. Das macht mich wahnsinnig. Geht die jetzt echt noch retten? Sie wollte. Danke! Da! Hat die es geschafft? Wie? Ich hab die weggezogen! Wie kann die das geschafft haben? Gab es eine Opfergabe, weil die direkt so zur Killerhütte rennt? Nein. Da kommen wir vor. Läuft weiter. Bitte hab jetzt keinen Entscheidungsschlag. Egal was du machst, hab bitte keinen Entscheidungsschlag. Danke. Boah, die Michaela war anstrengend. Okay, Gott sei Dank. Haben wir das jetzt noch so geschafft? Huiuiuiui. Wo wäre denn die Luke gewesen? Finden wir sie noch? Ne, keine Ahnung. Okay, das war der Oni im Sumpf. Für den Detective Tab ist es ein bisschen doof gelaufen. Aber ansonsten... Aber ich meine, was soll ich denn auch machen? Ich meine, ihr habt es jetzt oft genug gesehen, wenn die rettende Person sich versteckt und ich sehe einfach nur die Person, die vom Haken kommt. Da kann ich mir Mühe geben, so viel wie ich will, nicht zu tunneln oder so. Irgendwen muss ich ja verfolgen und niederknüppeln. Aber gut, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Dann... Hoffe ich, dass euch die Runde gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dapper Daylight sehen wollt. Schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele heute den Trickster. Mit den Perks. Tödlicher Verfolger. Moment, da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Tödlicher Verfolger. Kein Entkommen. Kein Ausweg. Oh Mann. Einmal. Kein Ausweg, Geiselhaken, Schmerzensecho und eiserne Jungfrau. So. Ja, das sind meine Perks. Und jetzt gucken wir mal. Was wir hier anstellen können. Die Mac macht da einfach kackenpreis den Generator neben mir weiter. Das kann so nicht geduldet werden. Ich guck mal. Okay, die rennt hier rum weiter. So, da haben wir die doch schon mal. Haben wir einen Geiselhaken in der Nähe? Da vorne. Und den hier.
Und den hier. Da ist auch ein gesegnetes Totem. Und das Totem kommt jetzt erstmal weg. Rechts von mir ist noch Ash. Und da ist Nia. So, jetzt sind erstmal alle verletzt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da draußen machen kann. Die Palette mach ich mal weg. So, eins nach dem anderen jetzt. Neue Messer holen und nicht ärgern lassen. So. Da haben wir Ash. War Ash der mit der Taschenlampe? Ich glaube ja. So, haben wir einen Geiselhaken in der Nähe da vorne. Perfekt. So. Da ist Mac wieder. Hallo Nia. Ich würde mir eigentlich nur frische Messer holen. Na, mache ich jetzt auch. Mal gucken, wer da gerettet hat. Wahrscheinlich Mac, ja. So. Ist sie weitergerannt? Oder ist sie noch hier? Ich glaube, die ist weitergerannt. Oh nein. Okay. Ah, da ist sie doch. So, wenn sie die Palette wirft, hab ich. Ah. Ja, die sind halt alle hier. Was? Mehr als einen Schlag bringe ich irgendwie nicht drauf, aber die Palette mache ich weg. Die haben auch irgendwo wieder ein Totem gesegnet. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die sich da jetzt alle sammeln und heilen und dann wieder anfangen werden, anstrengend zu sein. Naja, die haben hier erstmal keinen Generator. Da vorne sind Rennspuren, okay. Und hier ist das Totem. So. Wie geht's weiter? Zwei Generatoren fertig. Ist alles ein bisschen chaotisch hier. Da habe ich ihn. Direkt an einem Geiselhaken. Sehr schön. Dann das zweite Mal. Nein. So, Jonah. Ja, wenn die Messerchen nicht so wollen wie ich, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ich habe nur noch 12. Ja, Blendemisch ist okay. Ich will mir eh neue Messer holen. So, folgen wir den Blutspuren. Keine Ahnung, ob es Ash oder Jonah ist.
Ist mir tatsächlich aktuell gerade ziemlich egal. Es ist Ash. Es tut mir leid. Okay, da haben wir den. Na egal, hänge ich den auf. Nein, 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 Freunde. So, ich glaube, der hängt das erste Mal, ja. Da ist wieder ein Totem. Da hinten rennt Ash. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich Ash rauskriegen kann. Da hinten rennt er, ganz weit weg. Da ist die Tür, die habe ich gesucht. Wo ist Ash hin? Wo kann Ash hingegangen sein? Kann Jonah rumklicken, so viel wie er will. Da ist Blut. Da ist er. So, Mac wird doch mit ihrer Taschenlampe auch nicht weit weg sein. Aber da ist ein Geiselhaken, das ist super. Erstmal neu klingen. Oh, die machen mir es echt nicht leicht, die Freunde hier. Ash ist immer noch nicht geheilt. Ich muss jetzt aber auf jeden Fall mal hier noch den Generator gucken. Da ist Mac, die ist glaube ich auch tot, wenn ich sie erwischen sollte. Verdammter Mist. Einmal. So. Wo rennt sie diesmal hin? Da rein. So. Direkt. Ah, da ist ein Geiselhaken, okay. Kommt sie dran, irgendeinen Generator wieder zurücksetzen. Ich glaube, die hängt aber erst das zweite Mal. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja. So. Wie kann ich die Runde jetzt noch retten? Irgendjemand hing auch noch gar nicht. Deswegen habe ich noch keine 4 Aufladungen für keinen Ausweg. Da hinten ist jemand. Oh, Ash. Einmal. So, der hat jetzt dieses Fenster da vorne. Kriegen wir den jetzt? Wie kriegen wir den jetzt?
Es ist unfassbar, da sind einfach überall Fenster, ne? So. Ist noch alles offen. Ja, ich hör dich hinter mir rennen. Nein. Okay, Jonah, das ändert einiges. Ich brauch neue Klingen, ey. Mann! Jetzt habe ich gar keinen mehr. Es ist unglaublich. Da ist Ash. Okay. Ja, war abzusehen. Kann mich kein Ausweg noch retten. So. Ich muss jetzt einfach machen. Ist er tot? Oder auch das zweite Mal? Der ist tot, okay. So. Freunde. Kein Ausweg ist, glaube ich, noch nicht getriggert. Okay, da wurde jetzt erstmal Ash hochgeheilt. Schon mehr Kling. Jetzt geht's Finale erst richtig los. Hallo. Wo ist Ash hin? Da ist Ash hin. Direkt aufheben. Töten. Und dann mal gucken, was mit den anderen beiden passiert. So. Ja, die haben jetzt easy Zeit, ein Tor aufzumachen. Links ist zwar noch komplett zu. Okay. Die lockt mich jetzt vom Ausgang weg. Oh, die war ja wirklich AFK. Ich habe gedacht, die will nur ein bisschen rumtrollen oder so. Aber gut. Dann mal gucken, was mit der Nia noch passiert. Oh Gott, ist der Weg weit. Das ist unglaublich, dass ich hier keine Haken mehr habe.
Und die wird raus. Ach Gott, aber drei, ey, die waren richtig stark. Die haben richtig stark gespielt. Als ich überhaupt noch drei kriege, hätte ich das überhaupt nicht geglaubt. Oh Mann, ey. Oh Mann. Starkes Teamplay. Okay, ja. Das war... Es hätte keiner durch ein Ausgangstor entkommen dürfen. Naja. Okay, ich hoffe mal, dass euch die Runde gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.